Du Sexualstraftäter studierst schon seit 800 Semestern. Ja, normal, als Student zahlst du auch weniger Versicherung. Mach mal lieber wieder Videos. Nein, hier mache ich Videos. Meine letzten beiden Videos haben mir gar nichts gebracht. Heul nicht rum, Habibi. Ich habe ein Placement. Ujo! Du bist Fremdscham, wenn du dich so bewegst. Normal, für Geld bin ich alles. Aber mein Herz tut weh. Ich bin zu fett. Erstmal darauf nur Cola trinken statt Wasser. Wallah, ich hab grad Schmerzen bekommen. Los, du Heuchler, mach deine Werbung. Ja, ich mach doch. Aber ich mach YouTube nicht nur wegen dem Geld. Hat das keinen, hat das Dashlane ist so eine App, die euch dabei hilft, generell eure Passwörter und so persönliche Informationen von euch zu verwalten. Kennt ihr das? Da habt so ganz viele Accounts, Fake-Accounts und so. Und habt ihr meistens so immer die gleichen Passwörter oder so ein Motto ein bisschen verändert. Und genau damit behebt ihr schon heutigen Jahrhundert des Internets. Und weil ich schon seit Jahren euer Kindergeld kassiere und ihr mir so wichtig seid wie meine eigenen Kinder, habe ich für euch diese App Dashlane. Dashlane verwaltet all deine Passwörter. Du musst nur noch ein Passwort merken, anstatt von all deinen Accounts jedes einzelne Passwort. Ja, ich muss Bock für Vokabeltests lernen, als ob ihr schon alle eure Passwörter merkt. Guck, hier seht ihr, wie viele Accounts und Passwörter ich habe. Und ich kann die mit nur einem Klick importieren. Mit diesem Programm könnt ihr euch aber auch eure Passwörter generieren lassen. Und was an dieser App auch noch krass ist, die hat eine VPN-Funktion. Und weil ich so ein Ehrenmann bin, für bis zu 50 Passwörter ist diese App komplett billig. Aber wenn ihr mehr als 50 habt, dann müsst ihr bezahlen. Wo wir so viele Accounts haben wie manche Influencer, Fake-Follower auf Instagram. Auf jeden Fall hilft euch diese App für eure Online-Sicherheit. Und jetzt ladet mal runter. Bitte schnell, ihr wisst warum. Baha, baha, baha. Je mehr Zeit man einem vor allem dummen Menschen gibt, desto sicherer fühlt er sich und umso mehr Fehler macht er. Warum äußere ich mich jetzt erst zu dem Thema? Ganz einfach, weil ich kein famegeiler Bastard bin, der euren Hype braucht. Und außerdem ist Gewalt sowieso ein allgegenwärtiges Thema. Schöne Grüße an ABK. Ich mag ABK. An sich feier ich ihn, also er ist witzig und so. Ja, aber ich mag dich nicht. Baha al-Amud, obwohl wird das Amud gesprochen? Was ein Zufall. Amud heißt auf Arabisch Schläge. Jedenfalls hat dieser Baha Asha in Berlin auf dem Alexanderplatz den YouTuber That's Big hier vor 600 Leuten angegriffen. Familie beleidigt und du weißt, bei Familie ist kein Spaß mehr, Habibi. Da geht's um Ehre. Bei Familie geht's um Ehre, Habibi. Halt die Fresse, Alter. Richtig peinlich, Junge. Diese Menschenmenge da wie so Fünftklässler auf einem Schulhof. Richtiges AfD-Werbevideo. Geben Sie am 26. Mai Ihre Stimme der AfD. Es ist die einzige Stimme für sichere Grenzen statt Kontrollverlust. Aus Liebe zu Deutschland. Wählen Sie am 26. Mai die Alternative. Und guckt euch mal den hier an, der schlägt einfach ein Fahrrad kaputt. Ah, Fahrradkämpfer, was bist du? Türsteher von Bärenapotheke oder was? Will der mir hier einen auf krass machen, weil der einmal irgendwo Probetraining war? Naja, die meisten fragen sich jetzt vielleicht, warum hat denn Baha Asha den Bekir gehauen? Etwa weil Asha auf Bekirs Augenbrauen neidisch war, weil ihm ein Stück seiner eigenen Augenbrauen fehlen? Guck mal, ich hatte 1000 Schlägereien hinter mir. Hier sieht man das von hier bis hier. Eine Stichverletzung, hier habe ich noch zwei Stichverletzungen, hier habe ich eine Stichverletzung. Und das ein Einzelkampf. Hier ist einer, besieht ihr das? Ich habe eine richtige Vase gegen meinen Kopf bekommen. Ich liebe dich dafür. Halt dein Maul, diese Narbe kommt bestimmt vom Augenbrauenzupfen. Da hatte keinen Bock mehr mit Faden zu machen. Da wollte er mal ein Messer ausprobieren und dann kam diese Narbe. Du wolltest Bekir nachmachen, Alter. Baha, willst du mich jetzt auch schlagen? Man schlägt keine Pussys und erst recht keine Schwangeren. Ich würde sowieso wegrennen, wenn ich dich draußen auf der Straße sehen würde. Aber ich brauche auch nicht hier einen auf hart zu machen. Denn das Einzige, was hart ist, ist mein Schwanz, wenn ich deine geil gezupften Augenbrauen sehe. Jetzt stellt man sich aber die Frage, warum ist diese Schlägerei überhaupt zustande gekommen? Guckt euch mal diesen Livestream an, in dem Bekir das erste Mal mit Baha geredet hat. Und achtet mal darauf, wie Bahad mit Bekir spricht. Was lädst du, was für Berliner? Hör mal zu, du kleiner Penis, hast mich da drin, du kleiner Junge. Hör mal zu, du kleiner Die Fresse, Mann. Und als Bekir dann zu Recht diesen Bahar aus dem Stream gekickt hat, beleidigt Bahar im Chat Bekir als und so. Und dann irgendwann nach diesem Livestream hat Bekir den Bahar auch als und so beleidigt. Was hat der gesagt? Gerade? Sag mal, Oh, aber scheiß mal darauf, Mr. Arsch ist der Meinung, dass er jeden beleidigen darf. Aber ihn darf man nicht beleidigen. Aber du nennst ihn Hurensohn, natürlich kann er dich doch so beleidigen. Da bist du selber schuld. Nein, ja. Ich wurde ja vom Baha auch einmal als Hurensohn beleidigt. Ey, BK wird Video gegen dich machen. Was redet ihr da? Ein Video. Wo hat das angekündigt? Soll er machen, der Hurensohn? Und als Heikel den dann gefragt hat, warum er mich Hurensohn genannt hat, sagt er folgendes: Warum macht der ABK Hurensohn genannt? Warum nennst du ihn
Sohn. Er ist nicht auf seine Mutter bezogen. Ist einfach so weit. Warum bin ich auch nicht auf deine Mutter bezogen? Doch, für mich war es auf meine Mutter bezogen. Kommt drauf an, ich hab so genommen. Warum entscheidest du sowas? Ja, nee, bei EBK war das nicht auf seine Mutter bezogen. Ja, aber bei Bildchen. Aber war mir klar, dass sowas von jemandem kommt, der sogar das Wort Meeting falsch schreibt. Junge, Hurensohn heißt Hure. Punkt. Hurensohn, ja, aber zu Baha nicht sagen. Ja. Das Piepen war jetzt nicht auf deine Mutter bezogen. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Als ich damals von 5 Freunden von Lil Junko auf der Straße angegriffen wurde, schrieb er mir auf Instagram folgendes. Komischerweise ist er mir dann plötzlich Monate später auf einmal auf Instagram gefolgt und hat die Nachricht entfernt. Leider hast du die Nachricht zu spät gelöscht, lieber Baha. Ich weiß doch, dass du mir die Schläge von Lil Junkos Freunden gegönnt hast. Könnte es sein, dass du etwas gegen Marokkaner hast? Ich will auch kein Land reinziehen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Er ist halt, ich war damals in Marokko. Typisch halt, typisch. Und ich habe so viele kennengelernt. Und wenn die, die in Marokko waren, wissen, worüber ich rede. Von oben bis unten ein Verarscher. Und deswegen hasse ich dich. Und das sage ich auch typisch Marokkaner. Vielleicht, weil es die einzigen Konkurrenten auf deinem Handy Schwarzmarkt sind? Da, wo du gerade rumsitzt, Habibi, macht man hier Geld, ja, in einem Schlag. Ich weiß ja nicht, was du da für dubiose Handygeschäfte machst. Müsste man einfach mal beim Finanzamt Berlin nachfragen, ob das Ganze auch schön gemeldet ist. Einigen aus meiner Community dürfte übrigens sein Gesicht bereits schon bekannt vorkommen, weil er nämlich einer dieser YouTuber war, der Folgendes meinte. ABK und dieser Streit mit Yunus Amiri und Ali Hakim ist alles gespielt. Habe ich gar kein Prozent Mitleid mit dir, aber dass sich im Endeffekt herausstellt, dass du schlimmer als Ali bist, ja? Liebe Community von ABK, lasst euch nicht verarschen. Du meinst, dass dieser ganze Beef über meinen verstorbenen Vater fake gewesen wäre? Warte mal, was habe ich denn vor kurzem bei dir gehört? Und die Sache ist, 5 Tage davor, bevor die ganze Schlägerei, bevor er zu mir Huren so gesagt hat, 2-3 Tage davor bin ich zum Arzt meiner Mutter gegangen und dann ist die Sache passiert. Die meinte zu mir, ja, wir wundern uns als Ärzte, dass deine Mutter noch am Leben ist. Deine Mutter ist krank? Sehr krank. Sehr krank. Ach, das ist fake. Deine Mutter ist kerngesund. Ich kenne ihren Arzt. Das ist alles fake. Du sagst das gerade nur für die Klicks. So hast du das damals bei mir gemeint, als ich über meinen verstorbenen Vater sprach. Und jetzt sag mir mal, Baha, wie fühlt sich das an, wenn dich einer so darstellt? Tut weh, ne? Diesen Schmerz kann man nicht in Worte fassen. Fällt dir noch was auf, Baha? Subhanallah, vor einem Jahr hast du so über den Streit um meinen verstorbenen Vater gesprochen. Und jetzt auf einmal ist deine Mutter todkrank. Wie schnell sich das Blatt doch wenden kann. Irgendwann wirst du auch keinen Vater oder keine Mutter mehr haben. Und dann wirst du dich an mein wunderschönes Gesicht zurückerinnern. Aber anstatt, dass ich dich jetzt hier beleidige oder dir irgendwas vorwerfe, gehe ich lieber gleich nach diesem Video für deine Mutter ein paar Gebete sprechen, weil ich nicht glaube, dass du für deine todkranke Mutter betest. Weil wenn deine Mutter wirklich krank sein sollte, dann geh dich mal bitte lieber um sie kümmern, anstatt auf den Alexanderplatz zu gehen und irgendwelche Leute da zu hauen. Ein richtiger Ehrenmann steht bis zum letzten Atemzug an dem Bett seiner Eltern, wenn er weiß, dass sie todkrank sind. Aber egal, soweit kannst du eh nicht denken. Geh weiterhin deine Männer auf Instagram nach außen bewerten von Skala 1 bis Backpfeife Sam. Tfu, ekelhaft. Und dann hat er sogar noch Ali Hakim abonniert. Seid jetzt auf einmal Freunde geworden nach dieser Aktion. Vielleicht hast du ja damals mit Ali das Ganze geplant. Auf jeden Fall, Mahmoud, schöne Grüße an dich, Alter. Kriegt auch noch schöne Grüße von Ali Hakim. Auf jeden Fall hat mich nach diesem Berliner Vorfall Bek hier angerufen. Und ich kann euch eine Sache sagen. Ich persönlich weiß nicht, wer ihm gesagt hat, dass er zur Polizei gehen soll, dass er zum Psychologen gehen soll, dass er sogar für ein Interview mit Zeitungen Geld verlangen soll. Ich weiß nicht, von wem er das wohl hat. Ich gönn Bek hier dieses Geld, weil der Arme macht nie Placements. Dann lassen wir doch jetzt einfach Baha sein Placement sein. Das Kind, seitdem ich Bek hier verändert habe, nur noch Probleme. Schlägerei, sonst was. Ich bin echt kein guter Vater auf YouTube. Aber seid mir ehrlich, immerhin richtig Action wegen mir hier auf YouTube. Sonst wird nochmal langweilig. Nein, jetzt aber mal Spaß beiseite. Wallah, hätte mich Baha so angegriffen. Well, yo, wie viel Geld ich aus dieser ganzen Sache gemacht hätte. Ich hätte mich extra einweisen lassen. Ich hätte Antidepressiva-Medikamente geschluckt. Alles. Einfach nur, damit ich nicht mehr arbeiten muss und auf seinen Nacken lebe. Ich bin ganz ekelhaft bei sowas und schreit jetzt extra so, um dich zu provozieren, damit du mir hoffentlich auch eine Backpfeife gibst. Das zu glauben, dass ein Mensch sich wirklich selbst schlagen lässt. Weißt du, wann ich das realisiert habe? Ich habe es realisiert, wo ich in die Augen geschaut habe, bevor ich die Klatsche kam. Und dann an seinen Augen habe ich nur gelesen, gib mir die Klatsche, du Hurensohn. Genau das hat er zu mir gesagt, von seinen Augen aus. Ich habe an seinen Augen gelesen, dass dieser Mensch ein richtig, richtig hinterhältiger Mensch ist. Und das hat so einen Hass in mein Herzen aufgebaut. Er war der fröhlichste Mensch, als er gesehen hat, dass sein Name bei Berliner Zeitung stand. Er war der fröhlichste Mensch. Du Motto nicht. Ne? Guck mal jetzt bitte seine Fresse an, wie stolz der guckt, wenn Mastak sagt, ja ey, du hast jemanden geschlagen. Der erste ja. YouTuber, der einen anderen YouTuber eine gegeben hat. Was noch niemand erreicht, dass wir einen Fan-Treffen machen, wo um die 600-700 Leute kommen. Und wieder danach noch sagt, ja, ich kann mit dem Hate umgehen, ich mach meine Hater zu Fans. Zum Beispiel bei mir, ich habe eine Hate-Welle bekommen, aber ich wusste, wie ich damit umgehen kann. Und ich wusste, dass ich diese Hater auch zu Fans machen kann. Richtig geplant hast du das. In diesem Prank auf dem Kanal deines Freundes sieht man auch dein wahres Gesicht.
keine Ahnung, was mit dir passiert ist. Auf einmal, du machst mit jedem Beef, dies und das. Nein, ich bin dir auch nicht sauer. Ich mach mit dir. Du machst mit jedem Streit, dies und das. Wo stand ich hinter mir? Wo stand ich nicht hinter dir? Wo stand ich bei diesem Beef? Ich guck, keiner haut ein Video raus, keiner. Ich guck. Junge, du bist so famegeil, dass du sogar mit deinen Freunden Kontakt abbrechen wolltest, weil die dich auf YouTube nicht verteidigt haben. Entscheid dich. Entweder kündigst du Freundschaften wegen Fame oder dieser Prank war fake. Und ich hab dir keine Faust ins Gesicht gehabt. Du hast eine Schelle bekommen. Das war nichts. Junge, tu jetzt nicht so, als wolltest du dem nur einen Klatsch geben. Du wolltest den kaputt hauen, Alter. Man sieht doch hier in der Szene, wie dich Leute weggezogen haben und du einfach noch so eine Faust in die Menschenmenge gibst, in der Hoffnung, Big hier zu treffen. Stell dir mal vor, der wäre da runtergefallen, es wäre eine Panik ausgebrochen und Leute hätten den zertrampelt. Was ist denn damals auf der Love Parade passiert? Da hätten auch irgendwelche Eltern oder irgendein kleines Kind herlaufen können. Ihr habt rumgeheult, weil Younes Amir in irgendeinem Kaufhaus einen Knallfrosch angezündet hat. Und was ist hier bei diesem Baha? Leute sind auf Gleise gesprungen. Die haben Steine geworfen. Leute haben Messer gezogen. Ich schwöre bei Allah, ich habe mich bis heute noch nie in meinem Leben geprügelt, weil ich Gewalt über alles hasse. Und Menschen, die sie außerhalb der Notwehr anwenden, sind in meinen Augen schwache Persönlichkeiten. Weil niemand schlägt so hart wie das Leben zu. Komm kämpfen, komm kämpfen. Du gegen mich, wir beide kämpfen. Und ich werde dir 5 Narben in dein Gesicht verpassen. Lack deine Nase weg. Junge, Baha, gewinn erstmal den Kampf gegen dich selbst. Motto, Leute brauchen von dir Schläge, um irgendwie was zu lernen. Junge, die einzigen, die einen anpacken dürfen, sind wenn überhaupt die eigenen Eltern. Und jetzt kommt mir auch nicht mit, das sind doch kleine Kinder, warum machst du Videos über die? Das sind keine kleinen Kinder. Die wissen, wie man Business macht. Glaub mir, die machen in ihrem Alter schon mehr Geld als alle anderen, die in der 10. Klasse sind, mit 15, 16 Jahren. So ein Baha wusste doch, was passiert. Das kommt in die Zeitung, Leute reden darüber. Wenn es Baha gar nicht um Fame gehen würde, dann hätte er danach mit YouTube aufgehört. Stattdessen macht ganz normal Videos weiter, nachdem er mehr Abonnenten dazu gemacht hat. Warum arbeitet er jetzt mit diesem Fame, den er durch diese Aktion bekommen hat? Guck mal hier, wie geil der darauf ist, überall Fan-Treffen zu machen. Wie gesagt, in jede Treffen wird es immer Action geben. Wurden alle rausgeschmissen. Ja. Wie gesagt, man hat Hausverbot bei jedem Center und man darf keine Fan-Treffen mehr machen. Aber die Cousins sind auch zu lange. Richtig famegeil, Alter. Sagte zu mir Kinderarmee, und was machst du? Du läufst doch da als Kindergärtner durch die Stadt und geilst dich noch daran auf. Und ich, obwohl ich ein geldgeiler Bastard bin, habe ich meine Grenzen, wenn es um Geld geht. Ich würde niemals für Geld über Leichen gehen. Wäre ich so eine geldgeile, famegeile Fotze, hätte ich mich doch schon längst hier verstellt auf YouTube, wäre werbefreundlich und würde richtig viel Geld verdienen. Aber nicht alles, was ich hier auf YouTube mache, mache ich nur für Geld. Ich mache die Scheiße hier schon seit 11 Jahren. Und wer jetzt von meinen Abonnenten diesen Baha abonniert hat, soll mich bitte heute deabonnieren. Weil solche Leute wie der richtig abtönen auf solche Menschen. Hoffen wir mal, dass der liebe Beke sein Trauma jetzt schnell verarbeiten kann. Ich werde ihm auf jeden Fall dabei helfen.